Hi Freunde und willkommen zurück bei SKNK. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video heute widmen wir uns wieder der PlayStation 5. Und zwar wissen wahrscheinlich einige von euch, dass es zwei unterschiedliche Versionen von der PlayStation 5 gibt. Und das egal, ob ihr die Digital- oder die Disc Edition habt. Denn als Sony im Jahr 2020 die PS5 released hat, haben sich die Beschwerden in den sozialen Medien über die PS5 gehäuft. Und zwar war nämlich das Problem, dass der Kühler einfach von der PS5 zu laut war. Da gab es immer so ein, entweder so ein Summen, ein durchgängiges, oder aber der Lüfter ist irgendwie von sich aus so seltsam durchgedreht, warum auch immer. Also ganz viele unterschiedliche Probleme auch über die Kühlung, über den Lüfter und über die Geräusche der PS5. Sony hat sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, wir müssen da was überarbeiten und hat die PS5 quasi überarbeitet, zumindest das Kühlsystem überarbeitet und hat eine neuere Version rausgehauen und zwar circa 8 Monate später nach dem Release der ersten Version wurden dann die neueren, also ich nenne sie jetzt mal V2-Versionen, dann verkauft. Und ich habe so eine V2-Version. Wie ihr erkennen könnt, ob ihr eine V2-Version habt, das sehen wir jetzt alles hier in diesem Video. Und zwar gibt es nämlich einen YouTuber, der nennt sich Austin. Das ist ein Ami und der hat beide Versionen da, zwar nur von der Digital Edition, aber das gleiche trifft auch für die Disc Edition zu. Und er nimmt beide Versionen wirklich auseinander, um zu gucken, was da verändert wurde. Und wie ihr auch merken könnt, ob ihr die neue oder die alte Version habt. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Also, nach dem Intro geht's los, Freunde. Let's go. Mein Name ist Serkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss bitte nicht auf den Abonnier-Button unten zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube sehr unterstützen und würdest auch keine weiteren Videos mehr rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Okay. Alle die hier im Video gezeigten Geräte oder Anwendungen verlinke ich wie immer unten in der Videobeschreibung. So Leute, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich switch hier eben auf meinen Desktop bzw. direkt schon in das Video rein, ziehen uns das Video mal von dem guten Brä hier rein. Das ist Austin Evans, der hat über 5 Millionen Abonnenten, Digga. Der fliegt auf jeden Fall auf YouTube. Und er hat hier beide Versionen wirklich auseinandergenommen. Ich habe das Video schon gesehen, um mir so ein bisschen ja, Gedanken zu machen, okay, worauf gehe ich hier jetzt im Video ein und worauf nicht. Deswegen, wir gucken uns das an. Das Video geht 13 Minuten. Ja, wahrscheinlich werde ich einige Stellen auch skippen, aber das sehen wir dann gleich. Also, let's go. Inside this box, directly from Japan, is a brand new updated version of the PS5. What, you might ask, is in a brand new updated version of the PS5 that I definitely spent a lot of money to have over. Also, er hat das Video am 28.08.2021 hochgeladen. Wir haben heute den 6.01.2022, also sind das gut 4 Monate, ja okay, nicht mal 3 Monate her, dass das Video hier hochgeladen wurde und er sagt auch, dass er die Version direkt aus Japan gekriegt hat, also dass sie tatsächlich noch nagelneu ist, die überarbeitete Version und ja, also kann man sehen, wer sich eine PS5 noch vor dem 8. Monat geholt hat, also vor August geholt hat, da, der kann auf jeden Fall sicher sein, dass er eventuell noch die alte Version hat, aber wir gucken mal weiter. Overnighted to California. We're about to find out. All I know is the dude did some Japanese regulatory filings. Very exciting, I know. This PS5 is supposedly a third of a kilo, or about a little over half a pound lighter than the existing PS5 digital. There's also some talk that... Also er sagt auch, dass die Version jetzt, die neue Version, 300 Gramm leichter sein soll als die alte Version. Und hier seht ihr auch, dass das über Twitter auch so ein bisschen bekannt gegeben wurde, beziehungsweise über Twitter schon diskutiert wurde. New PS5 Model und hier steht auch so eine Modellbezeichnung und wurde von Sony quasi registriert bei so einer, ich weiß nicht, ob das eine amerikanische Behörde ist, wo die das registrieren oder so. Kein Plan. Auf jeden Fall ist hier einer schon drauf mal aufmerksam geworden. It might have a different Wi-Fi card. The screw is different. This PS5 is currently on sale in Japan and I believe Australia, but my assumption is that this. Also in Japan, in Australien schon. The first revision of the PS5 that will probably be sold everywhere pretty shortly. Is there tape?
No, it's not. It's green. It's green. It's literally green. So, I'm colorblind. Hier kann ich schon mal ein bisschen skippen und pack das raus. Also er merkt schon so, dass es leichter ist. Wie gesagt, er macht das jetzt nur mit der Digital Edition. So first of all, we have the original digital edition, which comes in. Jetzt wiegt er das sogar. 3828 grams and 3542. Wow. Also 300 Gramm. Das ist schon das Erste. An diesem Merkmal könnt ihr schon direkt erkennen, ob ihr eine neue, überarbeitete Version habt oder nicht. Und zwar ist das hier sehr interessant. Also in der alten PS5, die noch nicht überarbeitete, da habt ihr hier diese Schraube wirklich noch als Schraube. Ihr habt da einen Schlitz und müsst es mit dem Schraubenzieher festdrehen. Und bei der neuen PS5, bei der überarbeiteten, habt ihr hier so eine etwas dickere Schraube am Ende, wo auch hier tatsächlich, wo es so ein bisschen geriffelt ist, wo ihr auch Grip habt und könnt diese Schraube auch per Hand festdrehen, so wie ich es quasi bei mir beim Unbox-Video auch getan habe. Also könnt ihr die Schraube ganz einfach per Hand festdrehen und bei der alten Version geht das wirklich nur mit einem Schraubenzieher. Da habt ihr diese Möglichkeit gar nicht. Und daran merkt ihr schon, okay, ich habe die neue PS5 oder eben die alte PS5. Und was ich jetzt auch, glaube ich, geskippt habe, der geht hier auch auf die Nummer drauf ein. Und zwar könnt ihr das auch an der Nummer erkennen. Also der hat hier jetzt beide Pakete. Und hier ist es so, dass das alte Modell... So, das alte Modell hat nämlich... Moment, ich gehe mal zurück. Das alte Modell hat nämlich hier die Bezeichnung bei auf der Verpackung oben mit CFI-1015B. Also es fängt mit 10 an. Und bei der überarbeiteten Version könnt ihr davon ausgehen, dass es mit 11 anfängt. Und ich habe mal bei mir hier auf der Verpackung nachgeguckt. Hier habe ich hier meine PlayStation 5 Verpackung. Und hier... ist diese Modellbezeichnung, von der wir gerade im Video gesprochen haben. Und da könnt ihr sehen, habe ich auch eine 11er Version. Das heißt, solange ihr eine 11er Version habt und die Schraube unten habt, die wir gerade gesehen haben, womit ihr die per Hand festdrehen könnt, könnt ihr sicher sein, dass ihr eine überarbeitete PlayStation 5 habt. Also die V2 quasi. So, jetzt gehen wir mal wieder vor. Hier schraubt er das jetzt per Hand fest. Hier sieht man das nochmal. Das ist halt die New PS5 und hier ist die Original PS5. Welcome to the PS5 Head-to-Head. 42.1. So, hier ist jetzt interessant. Er misst jetzt, wie laut die PlayStation 5 ist, beziehungsweise wie laut die alte und die neue Version ist und vergleicht das dann. Und was ich halt hier jetzt bei dem Test so ein bisschen blöd finde, ist, dass er die nicht unter Volllast testet, sondern er lässt hier einfach so ein Intro von dem kleinen Spiel laufen hier. Aber er testet es nicht unter Volllast und da ist die PS5 sowieso, also ich glaube auch, dass die alte da jetzt nicht so Probleme macht. Außerdem muss man tatsächlich auch sagen, hat nicht jede alte PlayStation 5 Probleme gemacht. Ganz viele ja, aber tatsächlich nicht alle. Es gibt auch PlayStation 5s der ersten Version, die wirklich auch gut laufen. Aber hier macht er jetzt den Test und das Ergebnis könnt ihr sehen. 43,5 Decibels. Da hört ihr das auch, dieses kleine Bzzz. 43,5 Decibels. Okay. 42,1. Very small. Da hat man schon gemerkt, ne? Also habt ihr gemerkt, die alte PlayStation 5, da ist der Kühler ein bisschen, hat mehr Eigengeräusche. So hört man. 43,5 Decibels. Okay. Jetzt die neue. 42,1. Also ich höre es tatsächlich gerade mit dem Headset. Das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Mit dem Headset merke ich aber, dass der Kühler bei der alten PlayStation 5 so ein bisschen mehr Eigengeräusche hat. Der bei der neuen PlayStation 5 läuft ein bisschen leiser, muss man schon sagen. Also geschmeidiger, smoother, kann man schon sagen. Small difference. It's very subtle though, and I can tell you very confidently that if you're more than a few von den Werten her war es fast gleich. This one might technically be a little bit quieter,
it's not something you're gonna notice. So this is a Seek thermal camera. Now I have more. Das ist geil, Digga. Das ist geil. Ein Smartphone-Aufsatz für eine Thermalkamera. Ich will nicht wissen, wie teuer das Ding kostet, aber richtig geil. Hätte ich auch gerne. But he's like a infrared thermometer. But I'm actually damit müsst ihr jetzt, wie heißt die PS5 ist? In terms of the actual temperature of the models. Coming straight through the back, we have 51, 52 degrees, okay? Also hier ist jetzt auch interessant, er misst jetzt hier, dass die PlayStation, die alte PlayStation 5 52 Grad hat hinten. So now, let's take a look at the new one and see where we're at here. 55, 56. So und die neue hat jetzt 55, 56, also das heißt 3 bis 4 Grad, Digga. This one's actually ist die neue wärmer. Bro. 3 or 4 degree difference isn't huge, but that actually is something, especially you consider that the fans sound different. My hunch is that the difference between these two PS5s in the weight is that this has a different cooling assembly. The new one is running pretty consistently 3 to 5 degrees warmer Celsius. Than the old one. Celsius. Yeah, yeah, so in Fahrenheit that's seltsamerweise läuft die neue PS5 ein bisschen wärmer. Also wahrscheinlich kann man jetzt davon ausgehen, dass da an der Kühlung tatsächlich rumgespielt wurde. Probably like 8-9 degrees warmer. That's something that you would notice if you're having throttling issues with that. Might not seem exciting, but that is actually enough. Also sonst wirklich optisch ist alles gleich von außen, gar keine Veränderung. Cooler than what the actual chip on the inside is running. And right now we're in open air. This is not in a cabinet. No, so jetzt I don't think there's a new nehmen die das Ding auseinander right, hier. So the new PS5 runs. Okay. So the screw was different. The screw is absolutely different. Jetzt wird's interessant. So jetzt wird's interessant. I had the new one. You got the old one. Wait, let me try it. I've been talking about it for a while. You made like 8 videos on this screw. Yeah. Den kann man easy so mit der Hand rausschrauben. Okay. Das ist geil. It's a big difference. Und er braucht okay, halt einen Schraubenzieher. Is it really that easy? Well, look at the fan blades, though. Are there? Actually, you know, we'll take a closer look. See, yeah, if we take it apart. Let's open up the SSD and see if there's anything different here. Wow. Hey, wait. That's different. That's a different shade. It's lighter. Yeah, it is lighter. Can we get an enhance on this? Also, der erste Unterschied ist tatsächlich hier beim SSD-Schacht, merkt man schon, dass der hier anders aussieht als der, von der Farbe her halt. Der hat hier das Ding auseinandergenommen, Digga. See? Everyone made fun of me when I did it. Jimmy did it too. Good thing this der macht einfach die PS5 kaputt. Ich mach mal die Wiedergabegeschwindigkeit ein bisschen höher. Wait! I don't have power tools. I gotta take this part slowly. I was trying to get ahead a little bit so I can look like I know what I'm doing when you get done with your part. Oh, the fans are different. So they are sort of similar. So, die haben hier jetzt die Lüfter rausgenommen und hier könnt ihr sehen, dass hier bei der alten PS5, also bei der Version 1, ein anderer Lüfter drin ist wie bei der Version 2. Und das ist sehr interessant, Freunde, muss man schon sagen. Und wenn man sich den Unterschied mal anschaut, sieht man, dass der Lüfter hier nicht durchgängig die Lüfterschlitze bis nach hinten hat. Warum auch immer, es hört quasi hier auf, aber der hier hat die Lüfterschlitze komplett bis nach hinten. Und wenn man sich das so anguckt, kann man davon ausgehen, dass der besser kühlt als der. Also zumindest wirkt es so. Ne? Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es wirkt von der Größe her und dass hier diese Schlitze hier durchgängig nach hinten gehen, wirkt es halt so, als würde der wirklich besser kühlen als der jetzt. This one has much more curved blades. You see it has this bottom bit, which actually is attached all the way around. There's just an empty gap on the inside of this one. So this one is a Delta Electronics fan, as is that. So it's the same manufacturer. Also Delta Electronics, die sind beide von derselben Firma produziert. Das heißt, Sony ist tatsächlich bei demselben Kühlerhersteller geblieben. 257 Grams. Okay, so grab the old one. Die wiegen genau gleich, Digga. Das ist schon krass. Also, die suchen jetzt auch den Unterschied, warum die neue PlayStation 5 300 Gramm tatsächlich leichter ist als die alte PlayStation 5. Und deswegen wiegen die jetzt auch alles ab, wo die neue PlayStation 5, also wo es da gespart wurde. Ah, thing. Jimmy, you smart, smart man. We definitely just missed a screw. Yeah, we missed a screw. On the count of three. One, two, three. Oh, you got something. There's something. This is copper colored.
Und hier sieht man schon krasse Unterschiede. Hier sieht man jetzt krasse Unterschiede. Hier sieht man schon die Unterschiede, ja, wir haben hier das in Gold, hier haben wir es in Silber. Hier kommen zwei Kabel von unten runter, hier hat man die zwei Kabel gar nicht. Hier kommen zwei Kabel von unten hoch, hier auch. Das Platinen-Layout sieht noch relativ gleich aus. Hier haben wir so einen Chip, hier haben wir so einen Anschluss, den Fan-Anschluss, der ist auch an derselben Stelle. Von hier geht auch noch ein Anschluss raus, ein Flachbandkabel. Der ist auch hier vorhanden, aber eben tatsächlich wurde einiges verändert, ja, auch auf der Platine. Hier hat man die zwei Anschlüsse, die hier jetzt sind, hat man hier gar nicht. Das heißt, wir haben hier ein komplett neues Platinen-Layout auch, ein überarbeitetes, verbessertes Platinen-Layout, welches Sony hier verbaut hat. Sehr interessant, meiner Meinung nach. Ja, hier hat man jetzt auch mehr Platz, das stimmt. Ach, das ist der Wi-Fi-Chip, sagt er. Major heating problems, and one of the big issues reportedly with building this thing was heat. I don't love that the newer model has a smaller heat sink. I mean, look how much extra space. There's a full finger of space, which is being completely wasted. Das heißt, der hat jetzt hier auch mehr Platz, um besser zu kühlen. Na, das stimmt schon. Hier ist es nämlich relativ eng. Also sein Finger passt hier noch rein. Which is not there. Also, you can see the PCB, right? Das heißt, der kann hier mehr Luft reinziehen, der Kühler. Here, can you read me the serial number on that Wi-Fi? Let me do this, just because it's gonna be really hard to see on camera. I'm just gonna take photos of both of these and then we'll just put it in that cut. This, I'm almost positive, unless it's... Hier sieht man es ganz genau jetzt, ne? Also das Layout ist schon relativ gleich, aber ihr seht, die Platine ist doch eine andere. Die zwei Anschlüsse sind gleich geblieben, der Chip ist gleich geblieben, der Anschluss hier ist gleich geblieben, der Anschluss hier ist gleich geblieben, aber hier haben wir schon wieder was ganz anderes, denn die zwei Anschlüsse fehlen und da seht ihr auch, dass die Leiterbahnen, die hier sonst rübergehen, die gehen hier in die Platine und irgendwo anders hin halt, ne? Und das heißt, die Platine wurde hier, also zumindest die kleine Platine hier, wurde komplett neu überarbeitet. The Bluetooth. If this is the Wi-Fi, this looks identical. Oh wait, no, there's something else different. Look at this. I have a blue and a white that comes down, right? Yeah. You have a white and a black, and you also also die Farben haben sich auch geändert. Yeah. So I would assume one of these is for Bluetooth. Von den Kabeln. One of these are for Wi-Fi. Dude, this new PS5, this is a, I mean, I don't think there's any doubt here. This is a cost-reduced, lighter weight, less material. Like, the reason it's lighter is because they literally removed cooling. Also, it lines up too, because they just reported that they're finally... So, jetzt nehmen die den kompletten Kühl, also das Kühlblech nehmen die jetzt raus von der PlayStation 5. Weil das ganze Silberne hier, das ist ja immer noch das Kühlblech. Die Platine ist ja da drunter und die Chips sind quasi auf dem Kühlblech drauf. A loss on these things. Yeah. So, yeah, it's what we guessed in the videos where we talked about it. They're just using cheaper stuff. Oh my God! Und wie der Typ abgeht. Also, hier sieht man jetzt auch ganz klar und deutlich alte PS5, neue PS5. Und man erkennt sofort, dass wir bei der neuen PS5 ein komplett neues, überarbeitetes Kühlsystem haben. Total interessant. Wir gucken mal weiter. I've got like half the heatsink. Weil gleich geht er noch auf die Details ein. Das ist auch sehr interessant. Wait, wait, wait. Set these down. Set these down. That directly explains why the new one is so much hotter. Yeah. Holy crap. You got like a big chungus. I've got a little chungus now. You're making me feel like I need to compensate with my PS5. Look at how different that is. That's crazy, dude. Wow. Also, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, ne? Das sieht man. Hier haben wir viel mehr Kühlblech bei der alten PS5. Viel, viel mehr Kühlblech. Wir haben hier auch so alles in Gold, also so Kupfer kann man jetzt annehmen. Kupfer leitet ja die Wärme ab so. Und hier ist mehr alles in Silber gehalten und das Kühlblech ist hier wesentlich weniger und tatsächlich auch, ja, wesentlich weniger Gold auch. Und man kann davon ausgehen, dass die 300 Gramm jetzt auch hier gespart wurden. Also ihr müsst wissen, hier drunter genau, deswegen gehen hier auch die ganzen Kühlsysteme ab hier. Diese ganzen Kupferbänder, sage ich jetzt mal, gehen hier ab, weil hier drunter sitzt der eigentliche wichtige Chip, der gekühlt werden muss. Und hier ist er halt hier drunter. Und hier ist das Kühlblech viel, viel größer, dass hier viel mehr abgeht, viel mehr Kühlblech. Und hier haben wir wesentlich weniger Kühlblech auch auf dem Chip direkt, nicht nur auch abseits vom Chip, sondern auch auf dem Chip wesentlich weniger Kühlblech. Anscheinend hat Sony gemerkt, dass sie gar nicht so eine krasse Kühlung brauchen. Oder die konnten die PlayStation 5 so gut optimieren, beziehungsweise das Kühlsystem, das neue, ist jetzt so gut optimiert, dass man mit viel weniger Kühlblech viel besser kühlen kann, weil vielleicht auch einfach in dem Chassis, also in dem PlayStation 5 Case,
viel mehr Platz jetzt ist und dadurch die Luft einfach besser zirkulieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Man hat so das Gefühl, hier hat Sony gesagt, ey, desto mehr Kühlblech, desto besser, so desto mehr Wärme kann abgeleitet werden. Klingt im ersten Moment logisch, aber vielleicht kann dadurch jetzt viel weniger Luft zirkuliert werden. Deswegen muss der Kühler mehr durchdrehen, damit er hier durch das dicke Kühlsystem hier die Luft durchpressen kann und den Chip kühlen kann, statt jetzt im neuen System einfach weniger Kühlblech zu nehmen, dafür der Kühler weniger arbeiten muss, aber die Luft einfach besser durch das Kühlsystem zirkulieren kann. Also ich glaube tatsächlich, das mit dem Spruch, manchmal ist weniger mehr, trifft hier auf jeden Fall zu. Und ich glaube, das ist auch eines der Gründe, warum Sony hier mit dem Kühlblech gespart hat, weil dadurch der Kühler einfach entlastet wird. Also der Fan, der sich dreht, ja, der muss nicht mehr so viel Luft hier durch das System pressen. Und trotzdem wird der Chip einwandfrei gekühlt. Und man hat ja auch vorhin bei dem Kühltest mit der Infrarotkamera gesehen, dass die neue PlayStation 5 ja auch 3 bis 4 Grad wärmer läuft als die alte PlayStation 5. Aber dafür ist die alte PlayStation 5 um 3 bis 4 dB auch lauter gewesen. Was tatsächlich auch zeigt, dass vielleicht der Chip nicht unbedingt diese krasse, übertriebene Kühlung braucht, sondern die PlayStation 5 auch eher leise laufen kann und eher etwas ruhiger laufen kann, vielleicht 3 bis 4 Grad auch wärmer werden kann, statt jetzt diese scheiß Kühlgeräusche einfach durchgehend zu haben. Also so habe ich das Video jetzt empfunden und auch die Verbesserung vom System habe ich jetzt so empfunden. Ob es genau so ist, weiß ich nicht. Ob das die Gründe auch sind, warum die hier einfach weniger Kühlblech verbaut haben, kein Plan. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass die neue Version auf jeden Fall besser ist als die alte Version. Wir gucken mal weiter. They're different colors. Like these are clearly just entirely different models of heatsink. Absolutely. Well, we know it's not as efficient because it runs hotter. The fan sounds a little bit better, but that makes sense because this is, I believe, a slightly better fan. Also that does not compensate for the lack of, der Lüfter, der wird ja auch mit verändert. 300 grams difference in heatsink. Yeah. No? I don't want to like make any. Die wiegen zwar gleich, aber hier wurde auch ein ganz anderer Fan auch gleich mit eingebaut. Technically, if Sony is able to get usable good performance out of this smaller, lighter heatsink, they save money and it should be okay. But we know that even with a also er sagt doch, dass die dadurch ja auch mehr Geld sparen, ne? Weil sie einfach weniger Materialien verbauen, ist ja auch klar. Brief test. This one runs hotter, which makes sense because I'm sure the chip inside. Der läuft halt wärmer, genau so ist es. It's the exact same. Look, you've got all this extra copper here. Yeah. They, I guess, for the launch models, over-engineered the cooling. Which they should have done because Sony again has had major problems with heat in their console. Leider, ja. I would guess what's happened is that Sony, now they've got almost a year of PS5 data, they've spent more time testing everything, have determined. Hier sieht man das nochmal ganz gut hier, wie diese Kupferbänder hier rausgehen, direkt unterm Chip quasi. Wird die Wärme dann hier über die Bänder abgeleitet. While yes, this is going to run a little bit hotter, that's probably fine, that it won't negatively impact things that much. I don't know, man. That doesn't seem. Genau das ist es. Es hat wahrscheinlich keine Auswirkungen, dass es 3 bis 4 Grad wärmer läuft. Yes. In the console. So potentially long term, especially as you imagine this gets started to get caked in dust and whatnot, you got less fins, less mass, you could actually lose performance. But I wonder though, with everything being so expensive to produce right now, that this actually helps their bottom line compensate for the past. No, 100% does, because they just announced that they're making a profit on these things now, instead of taking a loss. 16, 40, 39. Okay, so that is the original. Hier kommen jetzt auch die 300 Gramm tatsächlich. Let's see where we're at on this one. So I'll flip it up the same way you did. I'll rest it gently on the scale. 1368. Yeah. That's it. They literally took out a very sizable amount of copper and aluminum heat fins. Unlike the fans, you know which PS5 you have based on the model number. The fans are a total crapshoot. You might have one fan or might have the other, and the only way to tell is to take off the side plates, which is annoying. But now you have an easy way to know if your PS5 is going to run hotter. The only thing that we can't really determine is the difference in the Wi-Fi. There certainly is a difference, right? Genau, das ist es. Die Wi-Fi-Platine wurde halt auch überarbeitet. Wahrscheinlich musste das auch getan werden, damit das einfach zu dem neuen Kühler-Layout passt, nehme ich jetzt mal an. I only had 2 antennas, you had 4. So something has been simplified or changed. But unless we actually sit down and do like side-by-side Wi-Fi tests, the PS3 specifically was a console that when it came out, every different time they updated it, it got worse and worse and worse and worse. Yes. The very first update we've seen less than a year into the PS5, I don't think there's any argument that this is a worse console, at least for thermals and for the cooling. Maybe they changed some Wi-Fi stuff. Maybe as we dig deeper into this, we'll find other weird quirks and features. But as far as I'm concerned, I would rather have a launch PS5. Especially if you're putting an SSD in your console, dude. Like even if you have that heatsink, that SSD is gonna get hot. And if this one has worse cooling, you're gonna have trouble with that SSD. There you have it, friends. The PS5 is exposed.
We've now determined the true route for joining. Also, wir können jetzt noch mal festhalten eben, wir haben als Veränderung gehabt, ein neues Platinenlayout auf der Wi-Fi-Platine. Wir haben einen neuen Kühler gehabt, beziehungsweise ein neues Kühlblech mit wesentlich weniger Kühlblechmaterial, sage ich jetzt mal. Und wir haben einen neuen Lüfter gehabt. Ja, und zwar von derselben Firma, aber trotzdem neu. Warum PlayStation jetzt hier diese Veränderung gemacht hat, beziehungsweise gebracht hat, ja, sei mal dahingestellt, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es bei der ersten Version der PS5 immer wieder diese Lüfter- und Geräuschprobleme gab. Und ich denke für mich jetzt, dass diese Veränderung auch diese Lüftergeräusche auch mindern soll, dass die PlayStation 5 einfach leiser läuft. Und ich habe hier eine PlayStation 5 in der neueren Version. Ich habe das auch alles schon getestet, so mehr oder weniger auch mit Unreal Engine 5 Spielen, wie zum Beispiel der Matrix-Demo. Dazu wird tatsächlich auch noch ein Video auf meinem Kanal folgen. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann liked das Video, abonniert meinen Kanal so. Aber da habe ich auch wirklich die PlayStation 5 getestet. Auch alles, was man da auch grafisch-technisch einstellen kann, weil das kann man in der Demo machen, das werdet ihr dann im Video sehen, habe ich auch rumgespielt und eingestellt und dabei mir die PlayStation 5 auch ganz genau angeschaut und angehört. Und er bleibt einfach wirklich konstant leise, Leute. Er dreht wirklich nie den Fan, also den Kühler, nie komplett hoch, sondern bleibt immer konstant leise und schön geschmeidig. Ich habe auch das Spider-Man-Spiel da, das ist ja auch grafisch sehr, sehr hoch und auch da bleibt die PlayStation 5 immer konstant leise. Keine seltsamen Geräusche. Natürlich, wenn man jetzt den ganzen Raum still macht, ja, und an die PlayStation 5 rangeht und so dran lauscht, hört man natürlich den Lüfter, weil im Endeffekt dreht sich da mechanisch auch was. Das hört man so. Aber wenn man jetzt im ganz normalen Raum sitzt und die PS5 so ein paar Meter von sich weg hat und auch solche aufwendigen Unreal Engine 5 Spiele spielt, hört man wirklich von der PS5 gar nichts. Ich wünschte, ich hätte noch eine alte Version da, um das zu vergleichen und um euch das auch zu zeigen, was es da für Unterschiede gibt. Aber leider habe ich keine alte da. Deswegen kann ich das alles nur hier mit der neuen testen. Auf jeden Fall wird dazu auch noch ein Video kommen, Freunde. Mit diesem Video aber soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zusehen. Und falls euch das Video gefallen hat und ich dem einen oder anderen weiterhelfen konnte, dann liked das Video, abonniert den Kanal, Freunde. Teilt das mit euren Freunden. Jetzt kennt ihr auch die Unterschiede. Schaut zu Hause nach, ob ihr die alte oder die neue habt. Schreibt gerne unten auch in die Kommentare, ob ihr Probleme mit der alten habt. Vielleicht aber habt ihr auch Probleme mit der neuen. Das schreibt dann auch gerne unten in die Kommentare, Freunde. Ich verabschiede mich. Und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut, Friends. Peace and out.